Gelobt sei Jesus Christus, meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich aus der Dorfkirche von Trumau. Wir sind Ende November im zweiten Lockdown angelangt. Ja. Und dieser Virus, der die ganze Welt momentan sehr beschäftigt, der stellt uns auch vor einige Fragen. Wie wollen wir leben? Was brauchen wir zum Leben? Wie sollen wir leben? Oder auch, wie müssen wir leben? Also wie gestalten wir unser Leben? Und Sie gestatten mir, dass ich diese Frage ein bisschen aus der katholischen Sicht beantworten möchte. Wie soll ein Katholik, ein normaler Laie, nicht ein Papst, nicht ein Bischof, nicht ein Mönch, sondern jemand, der ganz einfach getauft ist und ein normales katholisches Leben führen will, wie soll er das gestalten? Ich möchte Ihnen dazu heute 5 Punkte präsentieren. Der erste Punkt, Heilige Eucharistie. Heilige Eucharistie, Gipfel, Höhepunkt des christlichen Lebens, baut die Kirche auf, ja, verbindet die einzelnen Glieder der Kirche zum mystischen Leib. Die Kirche entsteht durch die Sakramente. Also die heilige Eucharistie sollen wir hoch ehren, über alles schöpfen, über alles schätzen, ist Gott der Herr selbst. Die heilige Eucharistie sollen wir oft empfangen. Wir sollen sie auch oft besuchen. Dazu gehört auch vielleicht einmal eine eucharistische Anbetung, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Selbst im strengsten Lockdown wäre eine Einzelanbetung möglich, dass einer in der Kirche vom ausgesetzten Allerheiligsten betet. Empfang der Krankenkommunion, der Krankensakramente, wenn man nicht in die Kirche kommen darf. Den Priester bitten, die heilige Kommunion zu bringen, was man früher auch Versegern genannt hat. Das wird in Zeiten einer Pandemie wieder hochaktuell. Also heilige Messe, wir haben das Sonntagsgebot, du sollst den Tag des Herrn heiligen. Die heilige Messe ist unser Leben. Eng verbunden mit dem Sakrament der Eucharistie ist natürlich der zweite Punkt, die heilige Beichte. Sakrament der Buße. Wenn wir nicht zur heiligen Beichte gehen, kann es passieren, dass die heilige Eucharistie zum Sakrileg verkommt. Denn wie sollen wir im Zustand der schweren Sünde Gott selbst in unser Herz empfangen können? Sünde heißt Trennung von Gott. Schwere Sünde heißt ganz von Gott getrennt. Wo man ganz von Gott getrennt ist, kann Gott nicht hin, weil die Trennung da ist. Sie muss erst von Gott her überwunden und aufgehoben werden. Das passiert in der heiligen Beichte. In der heiligen Beichte wird das Taufgelübde erneuert. Sag, die Taufgnade lebt wieder neu auf. Wir sind wieder geliebte Gott, Kinder Gottes nach der Losprechung. Das Sakrament der Buße ist notwendig für das Zusammenleben der Menschen. Baut gemeinsam mit der heiligen Eucharistie die Kirche auf, ist notwendig. Denn bevor wir in den Beichtstuhl gehen, müssen wir uns überlegen, was habe ich getan? Das ist die große Frage, was habe ich getan? Es interessiert niemanden, was der andere getan hat, sondern was habe ich getan? Und erst wenn ich mich selbst reflektiere und sage, okay, ich war schuld, ich war böse, ich bitte um Verzeihung und ich nehme mir vor, diese Dinge nie wieder zu tun, dann hat das einen großen heilenden Effekt in der Seele. Ich bereue.
ich bekenne, ich büße, das heißt, ich möchte es wieder gut machen, ich bessere mich. Dadurch wird die Gesellschaft auferbaut. Die Dinge, die zur Zerstörung beitragen, werden entfernt und die Dinge, die die Gemeinschaft fördern, die leben auf. Die Liebe Gottes kann wieder durch unser Herz fließen und jede menschliche Gemeinschaft wird geheilt und schön, so wie die Seele im Beichtsakrament geheilt wird und schön wird. Sünde, kann man auch sagen, ist ein Mangel an Liebe. In der heiligen Beichte wird unser Herz wieder mit der Liebe Gottes erfüllt. Zweiter Punkt. Dritter Punkt, Verehrung der Gottesmutter Maria darf in der katholischen Kirche nicht fehlen. Also ich empfehle das Beten des Rosenkranzes oft, am besten täglich. Das öffentliche Rosenkranzgebet in der Kirche kann eine gute Hilfe sein. Fasten. Fasten, so wie die Kirche es vorschreibt, an den Fast- und Abstinenztagen. Also, wie sollen wir fasten? Am Freitag sollen wir uns von Fleischspeisen enthalten oder auch noch von irgendwelchen besonderen Nachspeisen oder von irgendwelchen Dingen, die unserem Gaumen besonders kitzeln, sondern wir sollen einfach essen am Freitag, weil am Freitag ist unser Herr Jesus Christus am Kreuz gestorben. 15 Uhr, Todesstunde Christi. Zu dieser Zeit läuten auch unsere Glocken. Die großen oder wie man auch im Volksmund sagt, schweren Fasttage, Aschermittwoch, Karfreitag, einmalige Sättigung für alle, die es können und die sich nicht dadurch gesundheitlich gefährden. Man geht davon aus, dass kleine Kinder vom Fasten dispensiert sind. Man kann ja nicht Babys die Nahrung enthalten, das geht gar nicht. Oder auch alte, kranke Menschen, die dürfen dann andere Werke der Buße vollbringen. Nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, keine Drogen nehmen. Das wären so schöne Werke der Buße. Versuchen, seine Zunge in Zaum zu halten, die bösen Wörter ganz einfach nicht mehr über die Lippen strömen lassen, so wie es vielleicht manchmal üblich ist im täglichen Leben. Auch das ein großes Werk der Buße, Fasten der Zunge nennen wir das dann. Also, auch das hat eine große heilende Wirkung auf die Seele. Ich kann aus meiner persönlichen Lebenserfahrung sagen, Fasten kann sogar eine große heilende Wirkung auf den Körper haben, wenn man es mit guten Speisen einmal übertrieben hat. Ja, Heilige Schrift, fünfter Punkt. Die Bibel, Wort Gottes, oft hören, oft lesen, so oft es geht. Wenn noch keine im Haushalt ist, die Heilige Schrift, die Bibel, ist sehr leicht zu bekommen, hat keinen sehr teuren Preis, ist aber unendlich wertvoll, ist das Wort Gottes. Es ist das Buch, das Gott für uns geschrieben hat, sein Liebesbrief an die Menschen. Wenn wir die Heilige Schrift nicht kennen, kennen wir auch Gott nicht wirklich. Ganz besonders wichtig sind dort natürlich die vier Evangelien, beginnen mit Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Also wenn man nur ein Neues Testament zu Hause hat und nur ein Neues Testament lesen möchte, ist das auch okay. Aber das Neue Testament für einen Katholiken besonders wertvoll. Es fußt und basiert auf dem Alten Testament. Das Alte Testament, der Pentateuch, die fünf Bücher des Moses sind auch Wort Gottes. Ja. Also das darf man nicht auseinanderdividieren und trennen und sagen, ja, im Alten Testament gab es einen anderen Gott und im Neuen Testament gab es einen anderen Gott, da gibt es dann zwei Götter. Geht nicht. Das ein und derselbe Gott hat alle Bücher der Bibel geschrieben und er ist im Alten Testament nicht anders als im Neuen Testament. Und die schönen, liebevollen Stellen, die von der Liebe und Barmherzigkeit Gottes sprechen, die findet man schon im Alten Testament. Und die kraftvollen Stellen, die Strafgerichte androhen, findet man auch im Neuen Testament. Also beides gehört zusammen.
die Gerechtigkeit Gottes und seine unendlich barmherzige Liebe. Denn eine Liebe ohne Gerechtigkeit wäre unbarmherzig und eine Gerechtigkeit ohne Liebe zerstörerisch. Also, meine Lieben, noch einmal herzliche Einladung, euch besonders um diese fünf Punkte zu kümmern: Heilige Eucharistie, Beichte, Bibellesen, Fasten. Was war der fünfte? Ach. Ja, dann müsst ihr euch das Video noch einmal anschauen. Alles Gute. Ich wünsche euch Gottes reichen Segen. Bleibt gesund. Ich bete täglich für euch. Segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Halleluja. Salus et virtus Deo nostro est. Alleluia. Et venerunt nuptiae agni. Alleluia. Alleluia.